Schockierende Geheimnisse der Atombombe. Geschichten, die die Welt veränderten. Vom Physiker, der Amerikas Atompläne zuerst an die Sowjets und dann an China verriet. Israels Atomgeheimnisse gelangen an die Öffentlichkeit. Wie aus der Kuba-Krise beinahe ein Krieg wurde. Und wie Amerikas wichtigster Verbündeter Atomtechnologie an den Iran verkauft. Es ist ein Anblick unglaublicher Kraft. Ein greller Blitz, eine verheerende Druckwelle. Gefolgt vom charakteristischen Atompilz. Faszinierend und erschreckend zugleich. Seit jeher haben Kriege die Welt erschüttert. Doch mit der Erfindung und Weiterentwicklung der Atomwaffe bricht ein neues Zeitalter an. Wir sind in der Lage, unseren Planeten zu zerstören. Neben den USA, Russland, Frankreich und China als offiziellen Atommächten gelten Indien, Pakistan und Israel als faktische. Und auch Nordkorea hat nach der Zerstörung seiner Atomanlagen 2007 wieder Atomtests gestartet. Heute sind Massenvernichtungswaffen nicht mehr nur für große Industrienationen zugänglich. Auch kleinere Länder, paramilitärische Gruppierungen, sogar einzelne Personen können sie sich beschaffen. Seit ihrer Erfindung dienen Atomwaffen den einen als wirksames Druckmittel, für andere sind sie vielmehr eine Art Statussymbol. Im Nahen Osten starten der Iran und einige arabische Staaten ihre eigenen Nuklearprogramme. Doch ein Land der Region ist bereits seit mehr als 40 Jahren im Besitz von Atomwaffen. Israel. Experten glauben, dass die Israelis 1967 in der Zeit des Sechstagekrieges bereits über 2 nukleare Sprengköpfe verfügten. Israel wäre also damals in der Lage gewesen, eine Atombombe über Ägypten und die andere über Syrien abzuwerfen. Israel hat nie offiziell zugegeben, im Besitz nuklearer Waffen zu sein und hat somit auch nie den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Immer mit dem Hinweis auf die besondere Sicherheitslage Israels. Deshalb sollen die arabischen Länder auch um jeden Preis an der Entwicklung eigener Atomprogramme gehindert werden. Dies bekommt am 7. Juni 1981 auch der Irak zu spüren. 1968 beginnt Saddam Husseins politische Karriere als Vizepräsident des Landes. Zu Beginn der 70er festigt er seine Macht im Irak. Hussein ist besessen von der Idee, Atomwaffen zu besitzen. Im ersten Golfkrieg wird der Irak auch von Frankreich und Deutschland unterstützt, mit Rüstungsexporten und zuvor bereits mit Lieferungen zum Bau eines Kernreaktors. Der Reaktor entsteht in Osirak, in der Nähe Bagdads, mit Hilfe von Frankreich, wie zuvor der israelische Reaktor. Ironie des Schicksals. 1981 erfährt Israel von der Fertigstellung Osiraks und wagt ein riskantes Manöver. Israelische Kampfjets überfliegen jordanisches und syrisches Hoheitsgebiet, nur wenige hundert Meter über dem Boden. So bleiben sie für Radarkontrollen unsichtbar. Dann machen tonnenschwere Bomben Osirak dem Erdboden gleich. Um eine Verstrahlung der Region zu verhindern, erfolgt der Angriff vor Inbetriebnahme der Anlage.
Derweil baut Israel sein eigenes Atomarsenal weiter aus, will aber seine Ressourcen nicht offenlegen. Aber 1986 wird die Mauer des Schweigens durch ein Ereignis Hollywood-reif zum Einstürzen gebracht. Mordecai Vanunu arbeitet als Nukleartechniker im Reaktor von Dimona. Als Gegner des israelischen Atomprogramms macht er unbemerkt Skizzen und Fotos von der streng geheimen Anlage und nimmt sie mit nach London. Dort will Vanunu seine Geschichte an die englische Presse verkaufen. Die Sunday Times ist interessiert, muss aber zunächst die Angaben überprüfen. Vanunu nutzt die Zeit bis zur Entscheidung für einen Spaziergang durch die englische Hauptstadt. Was Vanunu nicht weiß, der israelische Geheimdienst ist ihm dicht auf den Fersen. Auf einer Parkbank lernt er eine attraktive Frau kennen. Beide verabreden sich für den nächsten Tag. Sie überredet Vanunu, gemeinsam mit ihr ihre Schwester in Rom zu besuchen. Dort wird der Ingenieur bereits erwartet. Hi! Here we go. Must be Mordecai. Eine Woche später sitzt Vanunu in Haft. Der Vorwurf lautet Hochverrat. In London machen seine Enthüllungen bald Schlagzeilen. Vanunus detaillierte Unterlagen wurden in der Sunday Times veröffentlicht. Das war ein schwerer Schlag für Israel. Jetzt wussten alle, dass die Israelis nicht nur Atombomben besaßen, sondern auch an der Entwicklung von Wasserstoff- und Neutronenbomben arbeiteten. Im Dezember 1986 wird Vanunu der Prozess gemacht. Er wird zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Knapp 11 davon in Isolationshaft. Heute könnte eine Krise im Nahen Osten zu einer nuklearen Katastrophe führen. Die iranische Regierung mit ihren Drohgebärden gen Israel und den möglichen Verbindungen zu Terrornetzwerken ist nicht gerade vertrauenserweckend, wenn es um den Besitz von Atomwaffen geht. Irans nukleare Ambitionen sind deshalb ziemlich besorgniserregend. Wie kam es zur Verbreitung der Atomwaffen über die Welt? Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs beginnen Deutsche und Amerikaner einen Wettstreit um den Bau der ersten Atombombe. Deine Familie, die Nation, 1933 kommt der ungarische Physiker Leo Szilard auf die Idee, nukleare Kettenreaktionen für die Energiegewinnung einzusetzen oder zur Herstellung von Atomwaffen. Szilards Theorie rüttelt Physiker in der ganzen Welt auf. 1938 beschießen deutsche Chemiker eine Uranlösung mit Neutronen, um sie danach auf chemische Reaktionen zu prüfen. Sie machen dabei eine überraschende Entdeckung. Nach dem Versuch beinhaltet die Lösung Bestandteile, mit denen die Wissenschaftler nie gerechnet hätten. Die Neutronen hatten das Uran gespalten. Dadurch wurde eine nie dagewesene Energie freigesetzt. Eine bahnbrechende Entdeckung, die überall auf der Welt Neugierde weckte. Auf diese Weise wird aus nur wenig Energie eine gewaltige Kraft. Ideal für den Bau einer unvorstellbaren Bombe. Nicht mal ein Jahr später bricht in Europa der Zweite Weltkrieg aus. Die Kriegsparteien wissen genau, der Besitz der Atombombe kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Unter strenger Geheimhaltung arbeiten die USA am sogenannten Manhattan-Projekt. Ein Wettlauf mit Deutschland und Japan um die Entwicklung der ersten Atombombe. Im Forschungszentrum von Los Alamos, New Mexico, arbeiten einige der weltbesten Physiker.
Viele von ihnen sind Kriegsflüchtlinge. Die Wissenschaftler hatten keine Ahnung, auf welchem Stand die Entwicklung in Berlin war. Ein gewaltiger Fortschritt ist mehr als wahrscheinlich. Die Bombe hat oberste Priorität. Ihre Sorgen sind berechtigt. Die Alliierten wissen, dass die Deutschen unter Hochdruck arbeiten. Doch es fehlt ihnen an schwerem Wasser aus einem Kraftwerk im besetzten Norwegen. In einem waghalsigen Luftangriff wird die Fabrik von den Alliierten zerstört. Die Deutschen versuchen, Überreste des schweren Wassers wegzuschaffen. Sie haben alles, was sie finden konnten, auf eine Fähre geladen. Die wurde von den Amerikanern in die Luft gejagt. Dem Angriff fielen auch norwegische Zivilisten zum Opfer. Aber dieses Material durfte Deutschland unter keinen Umständen erreichen. Doch die Deutschen sind nicht die einzigen Feinde der Amerikaner. 1940 haben die Japaner großes Interesse am Bau der Atombombe. Professor Yoshio Nishina, ein Weggefährte Albert Einsteins, leitet das japanische Forschungsprogramm. Am 10. März 1945 schicken die USA 300 B-29-Bomber nach Tokio. Dieser Angriff gilt als der schwerste Luftschlag der Militärgeschichte. 41 Quadratkilometer wurden durch die Napalm- und Phosphorbomben zerstört. Mehr als 100.000 Japaner sterben in dieser Nacht. Aber hinter diesem Angriff steckt noch ein weiteres Ziel. Die Bomben zerstören auch die Nuklearanlage der Japaner. Und das kurz vor ihrer Inbetriebnahme. Den Japanern bleibt eine letzte Hoffnung. Sie bitten Deutschland um Kernmaterial und im März 1945 werden 560 Kilo Uranoxid nach Japan verschifft. Noch auf der Reise erfährt die U-Boot-Mannschaft von der deutschen Kapitulation. Sie steigen auf und ergeben sich den amerikanischen Truppen. Dass eine halbe Tonne Uranoxid an Bord ist, wird erst einmal vertuscht. Japans Hoffnungen, die erste Atombombe zu bauen, zerschlagen sich. 2 Monate später, nach jahrelanger Arbeit, sind die Forscher in Los Alamos, New Mexico, bereit, ihre Erfindung, genannt The Gadget, zu testen. Der Leiter des Projektes, Julius Robert Oppenheimer, zu diesem verhängnisvollen Tag. We knew the world would not be the same. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Der Beginn einer neuen Ära. Was die Leiter des Manhattan-Projektes nicht wissen, der Bauplan ihrer Bombe ist längst in den Händen der Sowjets. Die haben unbemerkt einen Spion in Los Alamos eingeschleust. Klaus Fuchs, ein brillanter deutscher Physiker, flieht 1933 als KPD-Mitglied vor den Nationalsozialisten nach Großbritannien. Die Briten sehen in ihm aufgrund seiner politischen Haltung keinerlei Gefahr. Und so hilft er den Engländern bei der Entwicklung ihrer Bombe. Doch Klaus Fuchs ist nach wie vor überzeugter Kommunist und hält Kontakt mit der Sowjetunion. Eine Gruppe britischer Physiker kam nach Los Alamos. Wir haben die Wissenschaftler nicht überprüft, in der Annahme, die Briten hätten es getan. Aber jeder durfte nur so viel wissen, wie für die eigene Arbeit nötig war. Doch im empfindlichsten Teil des Waffenlabors sitzt der Physiker und Spion für die Sowjets, Klaus Fuchs.
Ob selbst wenn Los Alamos bis ins Unendliche abgeschottet gewesen wäre, wäre Fuchs ins Innerste vorgedrungen. Denn er arbeitete an der sogenannten Implosion, dem wichtigsten Teil der Fat Man-Bombe. Hier kommt das Plutonium für die Atomwaffe zum Einsatz. Im August 1945 werden die Bomben, die Klaus Fuchs mitentwickelt hat, zuerst über Hiroshima und dann über Nagasaki abgeworfen. Ein furchtbares Experiment. Über 200.000 Menschen sterben. In the biggest celebration the Windy City has ever seen, joy is unconfined. Bei der größten Feier, die Chicago je erlebt hat, ist die Begeisterung jedoch grenzenlos. Der Krieg ist zu Ende. Was die Amerikaner nicht wissen, bereits 2 Monate zuvor übergab Klaus Fuchs einem sowjetischen Kurier eine detailgetreue Darstellung der Plutoniumbombe, einschließlich aller nötigen Bestandteile und der Maße. Kurz, die Sowjets waren jetzt in der Lage, selbst die Bombe zu bauen. Sie hatten den Bauplan der Bombe. Sie verstanden das Verfahren der Urananreicherung und sie wussten nun um das elektromagnetische Trennungssystem. Mehr als 40 Jahre hielt man Klaus Fuchs für den einzigen wissenschaftlichen Spion in Los Alamos. Doch im Jahr 1995 tauchte ein zweiter Name aus jener Zeit auf. Theodore Hall, der jüngste Physiker in Los Alamos. Hall liefert den Sowjets 1944 Basisdaten für den Bau der Fat Man-Bombe und bestätigt so die Angaben von Fuchs. Morris und Lona Cohen waren sogenannte Kuriere, die Informationen sammelten und gebündelt zur russischen Botschaft nach New York brachten. 1945 übergibt Hall Lona Cohen Pläne der Bombe von Nagasaki. Sie versteckte die Pläne in einer Taschentuchpackung. Zu ihrem Entsetzen waren im Zug zurück nach New York Geheimdienstleute, die das Gepäck der Reisenden untersuchten. Und sie hatte etwas zu verbergen. Geistesgegenwärtig tat Lona so, als hätte sie ihre Fahrkarte verloren und begann zu weinen. Sie zog ein Taschentuch hervor, um sich die Nase zu putzen. Als der Agent zu ihr rüberkam, reichte sie ihm die Packung. Die kam ihm natürlich alles andere als verdächtig vor. Nachdem sie ihre Fahrkarte wiedergefunden hatte, gab er ihr die Packung zurück. So wird Geschichte geschrieben. Mit dem Material von Fuchs, Hall und anderen sind die Sowjets in der Lage, ihre eigene Atombombe zu zünden. Als die Sowjets im August 1949 ihre erste Atombombe testeten, war das eine riesige Überraschung für uns. Wir dachten, die bräuchten noch mindestens 5 Jahre. In Washington herrschte Panik. Man hatte das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Das war der Anfang vom weltweiten Wettrüsten. Der Handel mit Kernwaffen floriert. Ab 1949 will jedes größere Land Mitglied im exklusiven Club der Atommächte sein, koste es, was es wolle. In den 50er Jahren konzentrieren sich die US-Forscher auf die Entwicklung der Wasserstoffbombe, auch Kernfusionsbombe genannt. Diese Art Massenvernichtungswaffen sind über 1000-mal zerstörerischer als die Atombombe, die über Japan abgeworfen wurde. 1954 zünden die Amerikaner auf dem Bikini-Atoll mit der Bombe Bravo die größte Wasserstoffbombe aller Zeiten.
Noch haben die Sowjets keine Ahnung von dieser Technik. Aber schon bald. Denn die haben neben Klaus Fuchs und Theodore Hall noch einen weiteren Spion in Los Alamos. Sein Deckname Perseus. Nach dem Krieg beendet er seine Spionage für die Sowjets, doch in den 50ern brauchen sie ihn wieder. Laut Thomas Reed gab Perseus den Sowjets entscheidende Informationen für den Bau von Wasserstoffbomben. Es reicht die Zeit eines Mittagessens und ein paar Sätze, um die Details der Wasserstoffbombe zu erklären. Sofern man es mit sowjetischen Wissenschaftlern zu tun hat, die sich auskennen. Im November 1955 gelingt es den Sowjets ein weiteres Mal, die Amerikaner zu schockieren. Auf ihrem Testgelände in Kasachstan zünden sie ihre erste eigene Wasserstoffbombe. Doch sie sind nicht die einzigen, die an der Entwicklung von Atomwaffen arbeiten. Auch China mischt sich ein. ...1950 beginnt der Koreakrieg. China braucht dafür unbedingt Atomwaffen. Als Mao Zedong seine Truppen nach Korea schickt, droht Präsident Truman und später Eisenhower China mit dem Einsatz der Atombombe. Mao 1955 beschloss Mao, mit dem Atomwaffenprogramm fortzufahren. Er wählte junge Wissenschaftler aus und schickte sie auf US-Universitäten, um sie dann zurück nach China zu holen. Damit hat er den Grundstein gelegt. Ein Teil ist möglicherweise der amerikanischen Physikerin Joan Hinton zu verdanken. Joan Hinton arbeitete in Los Alamos. Sie gehörte zum Atomwaffenteam und war beim Trinity-Test dabei. Aber die Atomtests machen Hinton Angst. Als Kommunistin will sie verhindern, dass nur der Westen diese Technologie beherrscht. ...1948 zieht Hinton nach China und nimmt Kontakt zur dortigen Regierung auf. Joan Hinton nahm also ihre Kenntnisse über die Entwicklung von Atomwaffen mit nach China. Sie hätte China mit diesem Wissen am Anfang sehr hilfreich sein können. Hinton sagt, sie wollte einfach nur die USA und die Atombombe weit hinter sich lassen. Noch immer behauptet sie, keine Überläuferin zu sein. Heute arbeitet Joan Hinton in einer Molkerei nahe Peking. Ich habe zwar keine eindeutigen Beweise, aber sie hatte eine so zentrale Stellung im Forschungslabor. Sie war so nah dran. Und noch heute lebt sie in China. Meiner Meinung nach hat sie den chinesischen Wissenschaftlern erzählt, was in Los Alamos vor sich ging. Maos Verbündeter gegen den kapitalistischen Westen ist der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow. Chruschtschow schickte den Chinesen anstelle von Skizzen gleich eine ganze Armada an Spezialisten. Die Superstars des sowjetischen Atomlabors brachten den Chinesen alles bei, was sie wissen mussten. Uranverarbeitung und Anreicherung, Reaktor- und Waffenbau, Hydrodynamik, hochexplosive Stoffe und. Dann sollen die Chinesen einen Prototyp der Bombe erhalten. Doch bei einem Besuch Chruschtschows im Jahr 1958 verschlechtert sich die Beziehung zu Mao. Denn Chruschtschow will Chinas Außenpolitik beeinflussen. Er rät Mao vom Einmarsch in Taiwan ab, aus Angst vor atomarer Vergeltung der USA. Aber Mao interessiert sich nicht für mögliche zivile Opfer. Maos Einstellung zu einem Atomkrieg war: Was sind schon ein paar Millionen Chinesen? Den Verlust verkraften wir. Chruschtschow hielt ihn danach für verrückt und wollte ihn nicht mehr unterstützen. Chruschtschow hegt ernsthafte Zweifel, das Nachbarland mit Waffen zu versorgen. Die könnten sich irgendwann gegen sein eigenes Volk richten. Er zieht seine Wissenschaftler ab.
Die wichtigen Leute fuhren in den Urlaub und kamen nicht zurück. Und die Chinesen sagten, wir kriegen zwar eine Menge Informationen, aber der Reaktor funktioniert trotzdem nicht. Die Sowjets haben den Chinesen falsche Daten gegeben. Doch schon bald werden sie die richtigen Angaben erhalten, aus zuverlässiger Quelle. Von keinem anderen als Klaus Fuchs, dem Forscher, der damals in Los Alamos für die Sowjets spionierte. Die Kerntechnologie verbreitete sich über Umwege. Klaus Fuchs war ein Spion. Er wurde verhaftet und gestand. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Doch 1959 wird Fuchs wegen guter Führung nach nur 5 Jahren entlassen. Er zieht als Physiklehrer in die DDR, nach Dresden. Und wen unterrichtet er? Einer seiner ersten Schüler in dem Sommer war Qian Sangqian, Leiter des chinesischen Atomprogramms. Und, wie sollte es anders sein, Klaus Fuchs liefert den Chinesen alle Informationen über Los Alamos. »1964 ist China in der Lage, seinen ersten nuklearen Sprengsatz zu zünden. Und bereits 1967 folgt die Wasserstoffbombe. China zählt damit wie die USA, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich zu den Atommächten. Weitere Nationen wollen ihrem Beispiel folgen, mit dem Ziel weltweiten Ansehens.« Zwei dieser Länder sind Erzfeinde, Indien und Pakistan. »1971 bricht in Pakistan ein Bürgerkrieg aus. Indien unterstützt die Seite der Aufständischen. Ein pakistanischer Patriot sinnt auf Rache. Sein Name ist Abdul Qadir Khan. Khan ist Ingenieur, ein Experte auf dem Gebiet der Nukleartechnik. Doch die Bombe hat er nicht entworfen. Seine Fähigkeit, die Technologie zur Urananreicherung zu entwickeln, war entscheidend für den Bau eines Atomlagers. Er war derjenige, der sich mit Zentrifugen auskannte. Khan lebt in Holland. Die Firma, für die er arbeitet, ist in der Urananreicherung tätig. Er beschließt, seiner Heimat zu helfen. Khan hat Zugang zu einer der geheimsten Nuklearanlagen Europas. Trotz begrenzter Zutrittserlaubnis gelangt er dank Sicherheitslücken in den Hochsicherheitstrakt. Im Mai 1974 stockt Pakistan und dem Rest der Welt der Atem. Indien zündet mit Smiling Buddha seine erste Atombombe. Die Explosion erfolgt nahe der Grenze zu Pakistan. Ein deutliches Signal an das Nachbarland. Khan übermittelt empfindliche Daten an ein Netzwerk von pakistanischen Spionen in Holland. Im Herbst 1974 verbringt Khan 16 Tage in einem streng geheimen Kernkraftwerk. Ungestört kann er ausgiebige Notizen machen. Diese Notizen und Zeichnungen gelangen nach Pakistan. Doch langsam werden die Holländer misstrauisch. Als sie Khan verhaften wollen, stoppt sie die CIA. Die lassen ihn beschatten, um seine Verbündeten zu finden. Im Dezember 1975 flieht Khan nach Pakistan. Im Gepäck hat er Kopien streng geheimer Entwürfe und Kontaktdaten von fast 100 Zulieferern von Atomwaffenbauteilen. Die nächsten 10 Jahre wird Pakistan hinter den Mauern dieser Anlage in Kahuta an der arbeiten. Und sie bekommen Hilfe.
China wird Pakistan tatkräftig unterstützen. Chinas Staatsoberhaupt Deng Xiaoping will sich mit Pakistan gegen den gemeinsamen Feind Indien verbünden. In 1998 testet Pakistan mit Chinas Hilfe seine erste Atombombe und wird so zum Mitglied im Club der Atommächte. Aber China hilft nicht nur Pakistan. Deng Xiaoping beginnt mit der systematischen Verbreitung von Atomtechnologie in muslimische und kommunistische Länder. Geheime Reaktoren gingen nach Algerien, Raketen nach Saudi-Arabien und verschiedene Technologien nach Nordkorea. Thomas Reed unterstellt Deng Xiaoping einen Hintergedanken. Warum? Wieso befördert er alles nach Nordkorea und bewaffnet Algerien? Warum schickt er das Zeug überall hin? Meiner Meinung nach wollte Deng Xiaoping seine Macht demonstrieren. Schon bald würde es bei der rasanten Verbreitung von Atomwaffen keine nukleare Explosion auf der Welt geben, die nicht mit China in Verbindung gebracht werden könnte. Die Chinesen wären so allen überlegen. Die Angst vor einem Atomkrieg hat dies bislang verhindert. Dabei standen wir schon einmal kurz davor und keiner hat es geahnt. Am 15. Oktober 1962 entdecken die Amerikaner anhand von Luftbildern den Bau sowjetischer Raketenabschussrampen auf Kuba. Und später die ersten aufgestellten Raketen. Präsident John F. Kennedy fordert Khrushchev zum Entfernen der Raketen auf Kuba auf, doch weitere sind auf dem Weg. Die USA starten eine Seeblockade aus Kriegsschiffen, um ihr Eintreffen zu verhindern. Die Krise spitzt sich zu. Aber Amerika hatte noch einen Mann in Moskau. Eine unserer Quellen zu der Zeit war Oberst Oleg Penkovsky. Der hatte eine sehr enge Beziehung zu hochrangigen sowjetischen Militärs. Und er war es, soweit ich weiß, der Informationen an das Weiße Haus weitergegeben hat. Das konnte dann handeln. Penkovsky verrät Washington, wie viele Raketen die Sowjets besitzen. Und er kennt die Schwachstellen ihres Raketenlenksystems. Seine Informationen belegen, dass die Sowjets nicht so stark sind, wie es auf den ersten Blick erscheint. Kennedy hat so den Mut, Khrushchev die Stirn zu bieten. Doch die Staatsoberhäupter kennen nicht jeden Aspekt der Krise. Ein Teil der Geschichte wird erst 2002 bekannt. Die U-Boote zum Schutz der sowjetischen Schiffe waren mit Atomsprengköpfen ausgestattet und damit zur Verteidigung autorisiert. Da war ein Schiff hinter dem anderen. Die Frachter mit den Raketen an Bord wurden von U-Booten begleitet, die mit Kernwaffen bestückt waren. Und ihnen folgten heimlich still und leise US-U-Boote, ebenfalls ausgerüstet mit Atomwaffen. Und alle Kapitäne waren in Alarmbereitschaft. Es war äußerst brenzlig. Die sowjetischen U-Boote hatten einen Schießbefehl, falls sie angegriffen oder an die Wasseroberfläche gezwungen wurden. Und genau dieses Szenario schien sich im entscheidenden Moment zu bewahrheiten. Denn US-Streitkräfte fangen an, kleine Unterwasserbomben über sowjetischen U-Booten abzuwerfen. Das U-Boot B-59 ist eins davon. Der Luftangriff dauert mehrere Stunden. Der Sauerstoff wird bei fast 50 Grad knapp. Matrosen werden ohnmächtig. Der sowjetische Kommandeur lässt die Atomsprengköpfe in Stellung bringen. Die sowjetischen Offiziere erwägten ernsthaft, einen ihrer nuklearen Torpedos abzufeuern. Das hätte einen Atomkrieg zur Folge haben können.
Aber der B-59-Kommandeur rudert zurück und lässt sein U-Boot für eine Durchsuchung auftauchen. Es folgt eine Nacht der Geheimdiplomatie. Raketenabzug gegen Invasionsverzicht. Dann war die Krise beendet. In den nächsten zwei Jahrzehnten wird das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion seinen Höhepunkt erreichen. Doch dann ändert sich alles. Die Sowjetunion droht auseinanderzubrechen. Die gefährlichen Reaktoranlagen und Einzelteile könnten in falsche Hände geraten, mit verheerenden Folgen. Plötzlich war dieses Material überall verstreut und die Aufzeichnungen ungenau. Wir mussten den Ländern der ehemaligen Sowjetunion helfen, die enorme Menge nuklearen Materials zu sichern. 1993 geht das Gerücht um, dass in der Stadt Ulba in Kasachstan knapp 590 Kilo Uran in ungesicherten Einrichtungen lagerte. Genug, um mehr als 25 Atombomben zu bauen. Der Präsident von Kasachstan und Präsident Clinton rufen Projekt Saphir ins Leben. Unter strenger Geheimhaltung fliegen Experten des amerikanischen Energieministeriums nach Kasachstan, um das spaltbare Material in die Vereinigten Staaten zu transportieren. Doch vermutlich erreicht nicht das ganze Uran Amerika. Zwei Jahre nachdem der Einsatz bekannt wurde, berichtet die Washington Times, dass ca. 54 Kilo der Ladung fehlen. Sie wissen also, wo sich 99,9% davon befinden. Das ist schön. Aber 0,1% von mehreren Tonnen reicht immer noch für Dutzende Atomwaffen. Ende der 90er Jahre könnte das ein sehr großes Problem sein. Denn Uran, Atomwaffenzubehör und Technik sind auf den Schwarzmärkten der Welt heiß begehrt. Und der Erfinder der islamischen Bombe, Abdul Qadir Khan, spielt eine zentrale Rolle. Khan kehrt 1975 triumphierend nach Pakistan zurück. Mitte der 80er Jahre haben er und seine Partner Millionen mit dem Handel von Teilen und Bauplänen für Atomwaffen verdient. Er hat eine Art nuklearen Supermarkt eröffnet, wo er sämtliche Atomtechnologie für jene Länder bereitstellte, die sie in den Augen der USA am wenigsten besitzen sollten, wie Libyen, Iran und Nordkorea. Khans Netzwerk umfasst Forscher, Ingenieure und Beamte, die bereit sind, Staatsgeheimnisse an den Höchstbietenden zu verkaufen. Aber es geht nicht nur um Geld. Für einige Beobachter besteht kein Zweifel. Das islamische Pakistan hilft seinen Glaubensbrüdern, auch Feinden Amerikas. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wird bekannt, dass sich zwei von Khans Atomforschern mit Al-Qaida-Anführern getroffen hatten. Die pakistanischen Forscher hatten versucht, nukleares Material für Al-Qaida von Russland nach Zentralasien zu schmuggeln. Es gab sogar Berichte, dass Khan selbst im April 2003 nach Afghanistan reiste, um Osama bin Laden zu treffen. Agenten hatten Khan seit 20 Jahren verfolgt. Es ist wirklich traurig, dass US-Geheimdienste schon so lange wussten, was er tat, sie aber ihren Leuten nicht nahelegten, ihn zu verhaften oder sogar zu erschießen. Doch das soll sich ändern. Im Oktober 2003 wird ein deutscher Frachter unterwegs im Auftrag Libyens vom US-Geheimdienst abgefangen. Er hat Elemente für die Urananreicherung an Bord. Teil eines kompletten Atomwaffenprogramms, das Khan an Libyen verkauft hat. Auf internationalen Druck lässt Pakistan Khan verhaften. Er gibt zu, Kerntechnologie verkauft zu haben. Nicht nur an Libyen, sondern auch an den Iran und Nordkorea.
Die pakistanische Regierung leugnet, von Khans Aktivitäten gewusst zu haben. Präsident George Bush akzeptiert offiziell die Erklärung von Präsident Musharraf, seinem Partner im Krieg gegen die Taliban. Khan entschuldigt sich öffentlich. Die Festnahme von Khan und sein Geständnis sind großes Kino. Er wurde ganz klar zum Sündenbock. Das pakistanische Militär, die Industrie, Labore, Wissenschaftler, alle waren an der Sache beteiligt. So muss die pakistanische Militärregierung nicht zugeben, dass sie möglicherweise doch etwas mit dem dubiosen Kernwaffenhandel zu tun hatte. Sei es aus ideologischen oder finanziellen Gründen. Amerikas wichtigster Antiterrorpartner könnte also die islamistischen Terroristen unterstützt haben. Khan steht derweil in seinem Palast unter Hausarrest. 2009 wird Khan begnadigt. Aber der Schaden ist irreparabel. Einige der gefährlichsten Regime haben vermutlich bereits ihre Atomprogramme. Bei anderen Ländern ist es nur eine Frage der Zeit. Durch Regierungen, deren Verbündete und Spione, wurden die Geheimnisse der Atombombe auf der ganzen Welt verbreitet. Seit 70 Jahren leben wir mit dem Schreckgespenst der nuklearen Zerstörung. Solange es Atomwaffen auf der Welt gibt, wird es Menschen geben, die sie besitzen wollen. Und früher oder später werden sie vermutlich einmal eingesetzt.